Hi, willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge sind wir ja noch weiter durchs Grab herumgeirrt und wir gucken jetzt mal, was hier noch machbar ist. Wir müssen hier unten hin. Wieso bin ich denn dann da hinten angegangen? Keine Ahnung. Egal. Hier ist irgendwas kaputt machbares. Geradeaus. Er ist nicht geradeaus. Oh. Also wenn die einen noch nicht sehen, Feuerfall. Okay. Wenn die einen noch nicht sehen, nehme ich mal an, verbraucht hat keine Macht, ne? Beim Kampf tut er definitiv Macht verbrauchen. So. Was ist mit dem eigentlich? Der steht hier die ganze Zeit nur. Kommt irgendwie gar keinen Schaden. Sieht mich überhaupt nicht. Macht damit einen Schlag weg. So, aber ich musste doch das Ding hier irgendwie kaputt machen, ne? Da, die Kugel. Wie kriege ich denn die Kugel da raus? Hey, einen Moment. Wieso ist denn das Ding jetzt wieder draußen? Was? Wird sowas nicht gespeichert normalerweise? Ich sehe da was. Was ist denn hier noch? Oh. War ich da schon mal? Ich glaube ja, ne? Oder? Ah, hallo, ich komm du mal mit. Nee, das funktioniert nicht. Ey. Jedes Mal, wenn ich denke, ich habe irgendwie die Lösung zu irgendwas gefunden, ne? So, du, ich kann dich doch bestimmt von hier aus treffen, ne? Ach ne, warte, hier war ich schon mal, glaube ich. Komm schon. Jawohl. Ist da sogar ein Weg? Keine Ahnung. Egal, wir haben was gefunden. Also wie eine neue Klamotte, ne? Ist irgendwie sehr unspektakulär, diese Thron, finde ich. Was ist es, BD? Oh, pink. Sumi. So. Haben wir hier schon. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich hab doch. Hey. Ich habe die ganze Zeit L2 gedrückt gehalten. Gott. So. Was ist hier los? Sieht aus, als wäre hier ein Boss oder so. Das sind Überreste eines Sepho. Ein Arbeiter. Zu Tode erschöpft. Okay. Sah irgendwie so aus wie so die Höhle eines Bosses oder irgendwie so was. So, da sind die Leute. Kann ich mich nicht darüber schwingen einfach? Das sieht sehr knapp aus, aber huja! So klappt, ich fasse nicht. Ich komme nie durch seine. So, diese blöden Droiden, ne? Ich muss mich erstmal um die kümmern. So, perfekt. Ich bin sicher, wir werden dich besiegen. Ich wusste, dass er wegläuft.
Ah, jetzt habe ich natürlich keinen übrig. So, du, gib mir mal meine Sachen wieder. Ist nicht schlimm. Ich krieg ja meine Dinger wieder. So. Ja, wie wär's mit nein? Bis da. Ja, und jetzt schießen die wieder. Aber hatten. So. Was ist das? So, Gefühl, ich muss hier lang, ne? Wo eigentlich nicht. Von hier kam ich doch, glaube ich, ne? Ja, von hier kam ich. Verdammt. Warum bin ich denn hier lang gelangen? Gelangen. Ich mach mal das Ding, ja. Hey, ich bin also da durchgekommen. Okay. Hey, Moment mal, wie komme ich denn zurück? Frage, ne? Wie komme ich denn jetzt zurück? Hier. Wollte schon sagen. Ach ja, ich bin ja abgehauen. Stimmt. Ich habe die Gegner voll ignoriert. Hier war so ein dickes Viech, genau. So, ich muss irgendwie da oben die Kohle kaputt machen. Das habe ich schon mitbekommen, aber ich power jogge einfach mal hier raus, ne? Na, ich gehe jetzt wieder ganz raus. Hupa, 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 hupa. Da. Ich habe eine Lücke. Glaubst aber auch nur du. Ich gehe jetzt hier oben hin und entspann mich. Ich kann nichts dagegen tun. Und nur so zur Neugier, guck ich mal, was ich mir für Fähigkeiten kaufen könnte. Ein Spezialangriff, während er sein Lichtschwert wechselt. Oh, cool. So mittendrin. Aber hier kann Kerl die meisten Gegner heranziehen und halten. Große Gegner können rückartig in Kerl rennen. Nee. Wir haben eine Heilung. Muss mein Überleben sichern. Okay. So. Gehen wir mal wieder da oben hin. Und gucken wir mal, was genau ich da machen muss. Irgendwie verstehe ich es nicht ganz. Warum ist das Ding immer wieder zurückgesetzt? Ihr kloppt euch mal. Oh, warum habe ich das gemacht? So. Ich muss das Ding irgendwie kaputt machen, ne? Muss ich den jetzt wieder erstmal erledigen, bevor ich hier weitermachen kann? Ja, ne? Hör auf. Ich komme mit diesem Typ. Klar. Boom. Tschüss. So. Du. Ich habe das Gefühl, ich muss das Ding irgendwie volle Möhre runterfallen lassen. Damit das Ding kaputt geht, ne? Aber warum habe ich die Wahl, das hier zu machen? Warum kann ich das hier machen dann? Steht da? Oder muss ich da einfach, boah, ich muss jetzt nicht einfach nur einen Schub dagegen einsetzen, oder? Oh, ich glaube, das ist genau das, was ich machen muss, ne? Ich muss einfach nur einen blöden Schub einsetzen gegen das Teil.
Oder das Glas sieht so brüchig aus, also boah. Ich denke mal, zu kompliziert mit diese ganzen Rätsel, habe ich so ein Gefühl. Na, pass auf. Nee. So, dann sind die Lianen hier, ne? Also muss ich ja offensichtlich da vorbei. Ne? Kann ich mich da irgendwo dran angeln? Meine Geduld hat bald ein Ende. Oh, dann ist der schon wieder da. Muss ich ja machen. Da sind Ranken oder ja, keine Ahnung, wie man das nennen würde, aber wow. Ich finde dann voll unfair, die werden eine Combo. Boah, dich wollte ich eigentlich nicht treffen. Wo ist er? Was? Hat er ihn umgebracht? Okay. So, irgendwas muss ich hier machen, habe ich das Gefühl. Muss weiter nach oben, ne? So, da komme ich wieder runter. Oh, ehrlich? Ehrlich jetzt? Boah. Oh, ich will hier einfach noch weiterkommen, Mann. Alter. Ja, was übersehe ich hier schon wieder? Muss ich hier so ein Feuer, so eine Kerze drauf werfen? Das macht er doch nicht. Das klappt doch irgendwie nicht. Was soll ich denn dagegen machen? Und warum geht das Ding immer wieder zurück? Ja, du musst doch irgendwie auch so einen Grund haben dafür, ne? Ja, warum kann ich denn das Ding dann überhaupt nach oben ziehen? Die tun dann sowas nicht umsonst irgendwie machen, ne? Und wenn ich jetzt sehen gehe, dann ist das Ding wieder unten, ne? Ja, jetzt ist er wieder unten. Warum ist das unten? Fährt nicht. Macht das Ding kaputt. Da oben ist aber auch nichts. Was übersehe ich ja schon wieder? Sie packen das doch nicht umsonst hier hin. Nicht überhaupt Schaden damit machen? Nee, ne? Ich bin ja immer noch der Meinung, ich muss das Ding irgendwie da runterfallen lassen, aber der schon wieder da. Ich verstehe das nicht.
So, was checke ich ja schon wieder nicht. Jetzt so eine Kerze nehmen. Oh. Da kann ich dich erreichen, ehrlich. So, komm her. Der zählt noch nicht mal darauf. Also da kann nicht richtig sein. Nee. Versteht nicht. Ich habe so ein Gefühl, ich muss das hier machen irgendwie. Ja, okay. Nein, oh, das geht mir jetzt hier so auf. Jetzt echt hier auf den Nüsse gerade. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Die Typen hauen mich die ganze Zeit kaputt, wo ich mich mehr umsehen kann oder so. Keine Ahnung, was ich machen muss. Karte sagt, ich muss nach unten gehen, ganz nach unten. In der Bereich, dann gehe ich ganz nach unten eben hin. So. Na, sagt, ich muss da unten hin, dann gehe ich nach unten nehmen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade übersehe. Ich kann es hier unten nehmen. So, aber ist hier unten. Keine Ahnung. Ich auch erst wieder diesen Typen erledigen. Guck mal, sieht doch schon so aus, als müsste ich das drauf fallen lassen. Jetzt du. Da. Okay. Ist hier irgendwas? Ja, ich muss den Ball von da in das eine Loch da reinfangen. Das ist alles, was ich jetzt hier gerade sehe. Jetzt kommt er nicht so. Jetzt kommt er irgendwie nicht so rum, sagen wir. Aber ich will einen Tipp haben. Also jetzt, wo ich es gerade brauche. Ah, jetzt auch nichts mehr. Von hier kam ich. Was will ich denn da machen? Nee. Ding mal nach oben und guck oben irgendwie, weiß nicht, was hier unten am was ändert, wenn ich das Ding nach oben, vielleicht kommt ja irgendwas hier zum Vorschein oder so von der Kette, keine Ahnung. Ja, stimmt, ja, ich habe ja diesen Autoblock beim Sprinten. So. Ah, es hockt schon wieder der Typ da. Ja.
irgendwas mit dem Wind machen. Da muss ich die Dinger ja verbrennen. Ich glaube, die Dinge muss ich verbrennen, ne? Boah. Auf der Seite sind keine von diesen Dingern. Ah. Das ist wahrscheinlich richtig, ne? Ey. Man muss aber überall Wasser sein, ne? Also, er tut noch nicht mal schießen, die Dinger. Ich muss die Dinger da verbrennen, ne? Wo kriege ich denn jetzt so ein Teil her? Was sind da, wenn ich das kaputt mache? Da oben komme ich da oben dran. Nee, da ist auch Wasser davor. Ey. Ja, das ist natürlich jetzt sehr spannend, jetzt so zu gucken, aber ich keine Ahnung habe, was ich machen soll, dann geht da nicht anders, ne? Irgendwas machen. Nö. Warum muss da ausgerechnet Wasser sein, ne? Das Ding muss man so was von verbrennen, ne? Ey, verstehe nicht, was ich machen muss, ja. Ganz ehrlich. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich hier irgendwas machen muss erst. Und hier noch irgendwas ist, was ich übersehe. Nee. Warte mal, da oben ist irgendwas. Ja, wenn ich mal hier durch kann, ne? Der Typ lässt mich ja nicht. Ich werde dich vernichten. Dafür bezahlst du. Ja, das ist der. Alle Jedi müssen eliminiert werden. Boah. Der war doch gerade mitten im Angriff. Fuck. Alter, und jetzt kommen diese Einviecher, ne? Pass auf. So, wo ist. Boah. Ich krieg hier gerade echt das Kotzen. Ich habe die Typen nur schon 2-3 Mal erledigt, ey, und jetzt. Oh, und jetzt immer noch irgendwo einer, glaube ich.
Ah, lass mich da hoch. So. Muss ich hier machen. Hier muss ich lang. Oh. Hey. Ich kann diese Lianen nicht leiden. Ich kann die nicht sehen. Ich kann die echt nicht sehen, diese kleinen Dinger. Na, egal, was jetzt kommt, ich bin tot. Also, außer da ist ein Speicherpunkt da. Ja, super. Ich brauche eine Kerze. Ah. So, egal, was jetzt kommt. Ne, ich bin tot. Also, wenn jetzt hier ein Gegner auftaucht, bin ich weg. Da bin ich nicht so dolle. Ja, wenn ich irgendwo runterfalle, dann bin ich auch schon, glaube ich, tot. Okay. So, nun. Ich bin jetzt ziemlich sicher, ich hätte das von da hinten auch erreichen können schon. So. Jetzt gemacht. Ey, weil da ein paar Tropfen irgendwie sind, ne? Und ja, das Spiel fängt jetzt auch noch an abzuspacken, also. So. Was habe ich überhaupt gemacht damit? Da habe ich jetzt das Ding ausgemacht, aber was bringt mir das jetzt? Nicht irgendwo drauf klettern. Oh. Nicht die Dinger hier drauf klettern. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Hey. Muss ich überhaupt hier schon hin? Ich habe so das Gefühl, ich muss hier nicht mal hin irgendwie. Also. Keine Ahnung. Hey. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Kein Plan, welch kein Plan, was ich machen muss. Na gut, weiß nicht. Hey. Läuft doch ganz gut.
Ja, und jetzt weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie ich im nächsten Part hier weitermachen soll. Okay, boah. So, wer hat sich nicht gelohnt, ey? Hey, BD, siehst du mal an. Bei mir komme ich irgendwie auch nicht weiter. Tierkreisbummler. So, ich weiß immer noch nicht, wie wir da weiterkommen. Also, ey. Ja, das ist irgendwie jetzt nicht viel weitergebracht. Also, jetzt haben wir was gefunden, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich das blöde Rätsel da machen soll. Wie komme ich jetzt überhaupt zurück? Na. So. Ich habe L2 gedrückt gehalten, aber er will irgendwie nicht. Ich halte L2 gedrückt. Also ich, wenn ich jetzt hier schon nicht, weil ich zu blöd bin, irgendwie das Rätsel nicht zu schaffen, weiterkomme, dann ist ja mal gut. Aber wenn ich das Spiel mich noch verarscht, dann ist jetzt mal zu Ende, okay? Hey. Ich habe L2 gedrückt gehalten. Ich bin da losgegangen, das habe ich die ganze Zeit hier gemacht. Manchmal macht er einfach nicht. Ich verstehe nicht. Ja, ich würde sagen, ich würde dann irgendwie, weiß nicht. Ja, sag mir. Die Halterung ist die gleiche wie in dem anderen Grab. Gut gesehen. Das hilft mir überhaupt nicht weiter. Ja. Ja, so weit bin ich auch schon gekommen, aber wie? Oh. Wie verhindern wir das Erlöschen der Kerne? Ja, wir können ihre Metallgehäuse benutzen. Angst du? Nur sie halten diese Kette zusammen. Die Halterung ist die gleiche wie in dem anderen Grab. Das bringt mich irgendwie gar nicht weiter. Und dafür Tipps. Kann ich das Ding nicht einfach durchschneiden und fertig? Warum muss ich nicht irgendwie so was Kryptisches machen, ne? Na, dann funktioniert das nicht. Die ballern auch noch auf mich. Ah. Rex, du mal? Danke. Du auch, Rex. Kannst du mir helfen? So, jetzt mal ohne Scheiß hier. Was muss ich machen? Gerne nicht weg, bevor ich das blöde Rätsel nicht gelöst habe. Ist das hier an sein? Will ich hier was machen?
Was? Was ist hier los? Ich weiß, bis jetzt schreien alle und gerade alle ja voll lauthals schreien. Habe ich dieses wahrscheinlich voll einfache Rätsel hier in den Sandhau, aber ich check's nicht, ganz ehrlich. Hier sind Dinger. Muss ich die benutzen oder was? Ja, danke, aber deine Tipps bringen mich nicht sehr viel weiter, also. Verdammt! Nimm das! Muss ich von hier aus die Dinger kaputt machen? Das wird bestimmt, ne? Wenn ihr erreicht hat, da auch nicht, oder? Wir haben ja schon wieder Wasser. Überall ist Wasser im Weg. Das ist zählt darauf, aber muss ich die Dinger von hier aus mitnehmen oder was? Oh, komm mal mit. Nee, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Und ich muss ja jetzt nicht so was blöd machen, wie die irgendwie hier um hinzuschmeißen und so, ne? Die ganze Zeit. Ich sehe, eine Kugel trat diese Laterne an. Wenn die Laterne runterfällt, bricht sie bestimmt auf. Ja, aber wie, Mann? Wie verhindern wir das Erlöschen der Kerzen? Ja, wir können ihre Metallgehäuse benutzen. Ah, Gott, Vater. Hey, ich krieg das Kotzen hier. Irgendwie hat mir da BD1 nicht ein Stück geholfen. Was zum... Denn das für blöde Hinweise gewesen, ey. Ja, die Dinger dürfen nicht ausgehen. Ja, das Ding muss da runterfallen. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden. Boah. Oh, komm hier hin. Ich möchte den Part beenden. Ich habe keinen Bock mehr. Gibt's da nicht. Komm, bleib geface stehen. So. Gut, aber da gehen wir erst im nächsten Part rein, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum. Warum ist denn die Tür jetzt wieder? Okay. Alles klar. Ich beende Bad hier schon lang genug und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir da unten mal gucken, was da los ist, ne?
Und ja, ich habe dieses Rätsel echt gehasst. Und ja, sagen tschüss und bis zur nächsten Folge.